Spender. Also hier geht's auch fleißig vorwärts, Alter. Er ist schon etwas spät. Alter, ich dachte schon, der wäre gestorben, ey. Oh, schon Schiss gehabt. Nein, scheiße, jetzt habe ich auf die AP überhaupt nicht geachtet, ey. Ah. Ihr Fail, Alter. Aber egal, das dürfte trotzdem funktionieren. Das ist immer mal zu viel überlegt. Hier schaut, da schaut, kommentiert, ey, Mann. Aber das sollte hoffentlich trotzdem funktionieren. Nee, komm. Gar nichts mehr hier. Ich muss erst meine Leute setzen. Komm jetzt, ey. Ich geh auf das Gebäude, Mann. Robbe hier und herzlich willkommen zur neuen Folge von Rival Kingdoms. Und heute schauen wir erstmal wieder in den Schlachtzug hinein. Dann möchte ich euch unbedingt das Turnier vorstellen. Wir werden heute an einem persönlichen Turnier teilnehmen und kurz noch zur Base. Was ist, hat sich hier so getan? Bleiben wir einfach mal direkt hier. Primusleiter habe ich bekommen. Der verstärkt anliegende defensive Gebäude. Das heißt also hier meinen Wachturm und hier mein Katapult steht jetzt meiner Meinung nach noch nicht optimal da. Jetzt leider nur für zwei Gebäude, aber ich weiß einfach nicht, wo ich ihn sonst hinstellen soll. Ich könnte auch maximal drei erreichen. Allerdings weiß ich auch gar nicht, wenn ich ihn, ob das dieser Radius ist, ob dieser jetzt erreicht ist oder nicht, kann ich jetzt von hier aus schlecht erkennen. Und man muss ihn aufladen für 550. So, jetzt aufgeladen für 24 Stunden. Verstärkt quasi, obwohl, ne, jetzt sieht man es, genau. Jetzt sieht man es, die blitzen hier an der Stelle. Und jetzt ist er aufgeladen. Ich weiß gar nicht, wenn ich hier so an der Ecke ein bisschen was ranstelle. Wahrscheinlich ist es aufgeladen, wenn es hier diesen kleinen Kreis kreuzt. Der Primusleiter an der Stelle, der, wie viel können die denn schneller schießen? Plus 8,9, oh, das ist schon einiges. Angriffstempo, Schaden pro Sekunde ist natürlich erhöht. Angriffstempo erhöht. Das ist schon was. Und der ist auf Level 1 noch. Also, coole Sache auf jeden Fall. So ein Primusleiter. Ist auch was ganz Neues für mich. Kenne ich auch aus anderen Spielen auch nicht. Was ich ein bisschen komisch finde, dass man immer wieder aufladen muss. Aber das, ich weiß nicht, wenn man es einmal vergisst oder so. Ich hoffe, ich vergesse es einfach nicht, ihn aufzuladen. Gut, schauen wir in den königlichen Schlachtzug rein. Gestern ja haben wir uns geschlagen gegen, wo sind wir? Da, Songcream. Die Sword Cream, genau, Sword die Smoke, 5780 zu 1430 locker weggeklatscht. König, muss ich sagen, habe ich nicht mehr geschafft. Bis auf den König ging alles durch. Der, da hatte ich leider nicht mehr genug Versuche. Gehen wir in, komm, was ist hier los? Tag 4 heute gegen The Red Dragon und es ist verdammt knapp, es ist verdammt knapp. Ich habe allerdings auch noch ein paar Angriffe zu machen. Ich habe auch schon ein paar Angriffe gemacht. Bin jetzt bei Merlin Bürger Level 6. Das heißt ungefähr, ja, 1, 2, 3, 4 habe ich hier noch zu klatschen. Ein paar habe ich schon hinter mich gebracht. Schauen wir mal, ein paar haben es, glaube ich, schon von unserem Team auf jeden Fall geschafft. Oh ja, einige schon wieder. 375 haben es einige geschafft, aber lange nicht so viele wie letzte Mal. Das ist wirklich unser ebenbürtigster Gegner hier, The Red Dragon. Mal gucken, wie weit ich hier noch komme. Ein paar, zwei, drei Versuche habe ich auch schon verkackt. Drei genau zu sein. Liegt aber echt allerdings daran. Erstmal natürlich Unerfahrenheit im Spiel. Klar, sowieso, das haben die anderen auch alle. Aber ich krieg einfach meinen Titanen nicht. Ich krieg keinen anderen Titanen. Das ist einfach so ein Zugpech. Mein einfach totales Pech. Den Drachen habe ich immer noch, klar. Aber was ich auch immer noch habe oder nur noch habe, sind diese vier. Und das ist echt nix. Kestra habe ich, glaube ich, schon dreimal bekommen. Und ich möchte unbedingt diesen Untoten haben, der so, ja, sehr stark ist und der auf diesem Level sehr viel gespielt hat. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt, aber ich, keine Ahnung, ich kriege ihn nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gut, das zur Königlichen Liga. Ich möchte mich heute auf das Turnier konzentrieren, deswegen heute mal keinen Schlachtzug in der Königsliga. Aber im Königreich sind wir auch wieder gut dabei. 30 Mitglieder jetzt auch dabei, wird wieder abgegradet, da auch nochmal. Danke an alle fleißigen Spender, also hier geht's auch fleißig vorwärts, Alter. Es ist schon etwas spät, hier eine Folge aufzunehmen, aber egal, machen wir weiter. Turnier, so, kommen wir dazu. Vernichte Feinde und erhalte Belohnungen, tritt jetzt einem Turnier bei, besiege Spieler im Kampf und erhalte Belohnungen. Ganz wichtig ist es beim Turnier, ich starte das jetzt mal, erkläre ich dann, wie das abläuft. Wir haben jetzt 9 Stunden Zeit. Ich habe, glaube ich,
genau, 5 Kampfsteine bekomme ich dazu. Das heißt, ich habe jetzt genau 10 und ich darf, oder ich kann, 10 von 10 Kämpfen jetzt machen. Im normalen Multiplayer-Mehrspieler-Modus. Und je mehr Ringe ich bekomme in diesen 10 Kämpfen, desto höher steige ich hier im Einzelspieler-Turnier. Ich glaube, das werden gleich, ja, wenn es voll ist, sind so 30, 40 Leute ungefähr. Und je mehr Ringe ich sammle, desto höher ist meine Belohnung. Das heißt, wenn ich Erster werde, also am meisten Ring von alle gesammelt habe, bekomme ich 125 extra Ringe. Wenn ich hier von Platz 2 bis Platz, was haben wir hier, 14, bekomme ich immerhin noch 65 Ringe. Und für nichts, das ist ja umsonst dieses Turnier. Man kann immer, ich glaube 2 Tage des Cooldown, immer wieder teilnehmen. Und ich habe jetzt genau 10 Kämpfe frei. Und ihr bekommt natürlich mehr Ringe, je höher eure Siegesserie ist. Deswegen bin ich jetzt, was aber echt schon riskant war, mit Siegesserie 10 eingestiegen. Weil ich schaff's, keine Ahnung, 11, 12, dann ist eigentlich schon Ende. Also manchmal schaffe ich es auch nur bis 9. Also von daher bin ich schon relativ hoch eingestiegen, weil wenn ich abstürze auf 1, kriege ich natürlich kaum noch Ringe und bin hier, keine Ahnung, irgendwo Platz 25 oder sowas. Das kann passieren. Hoffe ich mal nicht. Deswegen gehe ich jetzt mal in den ersten Kampf rein. Es werden auch die 10 ersten Kämpfe gewertet. Danach ist ganz egal, wie ihr weiterkämpft. Hier gibt es zum Beispiel 5 Ringe und ich glaube, wenn man neu anfängt, gibt es nur 2 oder 3 Ringe maximal. So, der sieht mir auf den ersten Blick doch machbar aus. Da ist einer ein Ausbau. Ich könnte... Ich glaube, ich komme von hier unten. Das Katapult dürfte meine Schützen doch nicht erreichen. Warum er diesen Primusleiter da außen stehen hat, fragt mich nicht, warum. So, jetzt den hier drauf. Dem schieben wir gleich hinterher. Den lenken wir ab. Achso, jetzt habe ich gar nicht auf meinen Titan geachtet. Aber das soll passen gerade. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Schieben wir den jetzt mal hier hoch. Alter, ich dachte schon, der wäre gestorben, ey. Oh, schon Schiss gehabt. Der wird jetzt aber ganz schön beschossen. Den werden wir jetzt umlenken. Das sollte aber hier machbar sein. Ah, komm. Geh down, geh down. Bitte. Oh, Gott sei Dank, letzten Schuss. Aber das hätte auch, glaube ich, so trotzdem geklappt. Ey, nicht so wie letztes Mal, so eine Scheiße mit so ein bisschen HP. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Und kaputt ist er, Gott sei Dank. Jetzt mal, oh, nee, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Ich muss den ja noch plätten. Es gibt ja noch Gold. Wieso kann ich meine Zauber nicht einsetzen? Ist doch, sieht voll aus, passiert aber nichts. Kleiner Bug hier an der Stelle. Ja, tut nichts zur Sache. Ja, geil, auf jeden Fall geklatscht. Das sind auf jeden Fall super 5 Ringe. Die helfen mir auf jeden Fall schon mal weiter. Und natürlich, die Beute kriegt man so oder so. Also, das ist unabhängig vom Turnier. So, wäre es geil, wenn ich die 11. Serie auch noch klatsche. Gucken, wie viele Ringe es hier gibt. Und 5 auch noch. Aber eine Truhe der Relikte, die will ich natürlich unbedingt haben. Ich glaube, der geht. Ja, das Katapult ist mit dem Primus verbunden. Wäre vielleicht eine Idee, von links zu kommen. Allerdings ist rechts die Verteidigung schwächer. Unten? Nee, ich glaube, ich komme von rechts. Erstmal die Bogenschützen voraus. Die können erstmal die Gebäude klatschen. Dann werde ich gleich den Drachen als Tank kommen lassen. Jetzt, die können jetzt hier durch die Mauer brechen. Und so, sobald er gleich nochmal schießt. Nein, scheiße, jetzt habe ich auf die AP überhaupt nicht geachtet, ey. Ah. Ihr Fail, Alter. Aber egal, das dürfte trotzdem funktionieren. Das ist immer mal zu viel überlegt. Hier schaut, da schaut, kommentiert, ey, Mann. Aber das sollte hoffentlich trotzdem funktionieren. Nee, komm, es wird gar nichts mehr hier. Ich muss erst meine Leute setzen. Ey, komm jetzt, ey. Ich geh auf das Gebäude, Mann. Nein, das ist... Oh, ey. Alter. Also es gibt ja auch YouTuber, die schneiden das raus, ne? Aber ich stehe zu meinen Fails. Mann, ey! Ich habe natürlich jetzt überhaupt keine Punkte.
Ach, ey. NC, echt, ohne Scheiß, ey. Nächstes Mal, ich glaube, gerade bei diesen wichtigen Kämpfen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich die nochmal aufnehme. Ich werde nicht laber und spiele, das klappt überhaupt nicht, ey. Ich habe natürlich auch noch nicht mal, keine Ahnung, hätte ich mal Drachen gezogen, hätte es auf jeden Fall funktioniert. Kann ich das mal wieder loslassen? Danke. Jetzt bin ich schon wieder am Labern. Ich unterschätze die Base gleich schon wieder. Da ist die Kacke hier wieder gegessen, ey. Einfach nicht mehr Tag heute. Mann, ey. Da gibt's auch manchmal Tage, wo man nicht aufnehmen sollte, glaube ich. Aber ich glaube, diese Folge kommt am Release-Date raus oder einen Tag danach, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, alle, die Android haben, ihr könnt das natürlich jederzeit jetzt runterladen. Aber ich glaube, das wisst ihr auch alle selber. Hier brennt mit Sicherheit heiß da drauf, dieses Spiel endlich zu spielen. Und ich muss diese Fail-Folge für heute jetzt beenden. Keine Ahnung, sorry, ich stehe heute echt ein bisschen neben mir. Ich hoffe, es hat euch wieder trotzdem gefallen. Daumen da lassen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, ciao. Mann, ey.